Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es wieder um smarte Beleuchtung und erneut um ein Produkt vom Hersteller Guvi. Da hatte ich ja schon einige Produkte hier auf dem Kanal im Test. Heute ist es das Guvi Glide. Das ist hier die Wandleuchte, die mich so ein bisschen an ein Produkt von Lifix erinnert. Das wollen wir uns gleich zusammen anschauen. Wurde mir auch wieder vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Dafür wieder vielen Dank. Und gleich schauen wir uns mal den Lieferumfang zusammen an, schauen uns dann an, was man damit alles machen kann, wie die Qualität ist. Natürlich zeige ich euch auch, wie das Ganze mit der App funktioniert, wie ich das bei mir hier eingerichtet habe, so ein bisschen aus meinen Erfahrungen. Zum Schluss ein Fazit und jetzt fangen wir direkt an. So, jetzt zeige ich euch hier erstmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Ihr habt hier diese einzelnen LED-Elemente, die hier mit drin sind. Sind 6 Stück in einem Set drin. Auf der Rückseite haben die hier immer diese Klebepads. Die sind aber auch so ähnlich wie Klett. Und wenn man das dann hier anklebt, dann kann man das Ganze so irgendwo anbringen. Kann man es auch wieder abmachen. Allerdings braucht man dann wieder neue Kleber. Und die werden halt zusammengesteckt. Und zwar hat man am Anfang hier so einen Hauptteil. Ich zeige euch das einfach mal. So, ne, so sieht das Ganze aus. Hier ist natürlich ein Netzteil dran und auch der Controller ist hier dran. Das Ganze ist schon in den Strom eingesteckt und wenn man das Ganze dann hier verbindet, dann leuchtet das Ganze und man kann das natürlich dann auch hier um die Ecke verbinden. Es ist halt nur ein so ein Eckverbinder mit dran. Wenn ich das jetzt ranmache, leuchtet da erstmal noch nichts. Aber ihr seht es gleich, wenn ich hier einmal den Strom ziehe und wieder zusammenstecke, geht es einmal bis ganz rum und dann erkennt er halt wieder, dass es mehrere sind. Ja, das ist erstmal so der Aufbau. Die Qualität gefällt mir auch echt gut. Das Licht sieht hier auch wirklich sehr schön aus und in der App ist es dann halt eben so. Ihr seht, dass ich hier schon wirklich sehr viele Guvi-Produkte drin habe. Ich habe die jetzt hier gerade Glide 2 genannt. Hier ist sie und ihr habt die Möglichkeit, das auch nur per Bluetooth zu nutzen, dann allerdings nur lokal oder auch mit dem WLAN zu verbinden. Und ihr habt auch die Möglichkeit, das per Sprache über Alexa oder den Google Assistant zu steuern. Hier seht ihr dann, wie bei vielen anderen Produkten auch, wenn ihr schon was gesehen habt, hier könnt ihr es halt ein- und ausschalten, könnt einzelne Farben darstellen. Hier nutzt Guvi diese RGBIC-Technologie. Das ist das, was Philips Hue bei sich Gradient-Technologie nennt, dass halt einfach mehr als eine Farbe gleichzeitig dargestellt werden kann. Das seht ihr halt eben hier so, dass ihr zum Beispiel hier diese Dinge anhaken könnt. Na, Farbe. Und dann könnt ihr halt hier sagen, die sollen die Farbe haben und diese sollen jetzt hier eine andere Farbe haben. Und das verändert sich dann halt hier immer so rum. Und wenn ich jetzt hier, ihr seht auf jeden Fall, dass sich hier die Farben verändern und ihr alle einzeln hier quasi ansteuern könnt mit den Farben. So funktioniert das mit einzelnen Farben. Auf Musik kann das Ganze auch reagieren. Hier seht, dass dann wieder ein bisschen wild rumgezappelt wird. Hier könnt ihr das ein bisschen doller auf Rhythmus machen. Also auch hier habt ihr verschiedene Szenen, wie das reagieren soll. Farbe habe ich gerade gezeigt und interessant ist vor allen Dingen aber auch Szene und diese Szenen sind halt dynamisch, das heißt, jetzt habt ihr hier Ozean, das Ganze ist so ein bisschen blau gehalten, ihr könnt aber auch hier so Szenen ablaufen lassen, viele verschiedene, manche davon sind alle insgesamt gesehen ein bisschen zappelig, zum Beispiel Weihnachten, wenn man sich das hier so anguckt, das ist halt für meinen Geschmack alles ein bisschen zu schnell, die Effekte könnten langsamer sein. Gerade auch wenn man jetzt hier zum Beispiel, irgendwo gab es ein Feuerwerk, glaube ich. Das ist dann halt alles, oder springender Ball. Also es ist alles ein bisschen zappelig von dem ganzen Szenen her. Am schönsten finde ich hier schon am Anfang die Sodine natürlichen. Sowas hier, wo sich das dann so langsam in den Übergängen verändert. Das sieht schon sehr schön aus. Ich habe das alles hier bei mir schon installiert. Neben meinem Fernseher an so einem Bücherregal, da habe ich das so quasi einmal oben rumgelegt. Und das sieht schon richtig schick aus, was da für Farben dargestellt werden können. Wie gesagt, aber mir gefallen nicht alle Szenen, weil manche halt ein bisschen sehr doll zappelig sind. Ja, Einstellung, hier seht ihr, hat man auch noch so ein paar Möglichkeiten. Kann das Gerät auch updaten, wenn es ein Update zur Verfügung steht. Und das sind so die Hauptfunktionen, die ich über die App nutze. HomeKit gibt es leider nicht. Aber insgesamt so, Farben gefallen mir hier wirklich sehr gut und auch wie das Ganze aufgebaut ist. Schade finde ich, dass es hier nur eine von diesen Eckverbindern gibt. Wenn man da mehrere hätte, könnte man noch irgendwie ein bisschen kreativer umgehen mit dem Ganzen. Ich habe jetzt schon ausprobiert, ich habe 2 von diesen Sets hier bekommen, einfach weil ich auch explizit wissen wollte, ob man nicht einfach sich 2 Sets kaufen kann, um die dann miteinander zu verbinden, um dann noch größere Szenen darzustellen. Funktioniert aber nicht. Sobald man quasi über dem mitgelieferten noch so eins weiter mit dazu packt aus einem anderen Set, dann
wird das erste, was man da noch mit zusätzlich ansteckt, also in dem Fall wäre es dann das siebte, das wird noch halb beleuchtet. Da darüber hinaus, wenn man dann mehrere ansteckt, die leuchten dann halt einfach gar nicht mehr. Da langt dann halt irgendwie wo die Stromversorgung nicht. Ja, aber so gefällt es mir. Leider nur eins, was man hier verbinden kann. Also ein Set alleine verwenden, man kann es nicht erweitern. App habe ich euch gezeigt. Ich denke mal, das ist erstmal das Wichtigste. Und dann kommen wir jetzt auch schon direkt zum Fazit. Ja, wie schon die anderen Produkte von Guvi gefällt mir auch die Guvi Glide hier wirklich richtig gut. Macht tolles Licht, man hat eine schöne Möglichkeit, dynamische Szenen damit einzusetzen, irgendwo im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, damit echt coole Lichtakzente zu setzen. Die Steuerung über die App, über per Sprachbefehl mit dem Google Assistant, mit Alexa funktioniert. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlen würde, vielleicht den meisten Nutzern, wäre HomeKit. Das funktioniert leider nicht, aber mir gefällt es richtig gut. 100 Euro ist die UVP. Meistens gibt es dann noch ein Angebot so, dass es so um die 90 Euro kostet. Das ist natürlich nicht wenig Geld, 100 Euro. Allerdings, wenn man jetzt mal den direkten Vergleich nimmt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, Livix Beam ist wirklich vom Aufbau her fast das gleiche. Sind auch 6 so eine Bars mit drin, mit einem so einem Eckverbinder, kostet in der UVP 230 Euro. Da könnt ihr dann allerdings auch HomeKit, ist aber ansonsten vom Aufbau und von Effekten und so fast das gleiche. Und ja, da ist es hier mit 100 Euro ja wirklich nun deutlich günstiger. Gefällt mir also echt gut, was die hier wieder gemacht haben. Und ich habe schon gesehen, Guvi hat da auch schon wieder viele neue Sachen, die bald auf den Markt kommen werden. Werde ich also immer wieder mal Videos hier auf dem Kanal zu produzieren. Wenn euch das, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind zur Guvi Glide, dann gerne in die Kommentare damit. Wir haben aber auch eine Facebook-Gruppe mit dem Thema smarte Beleuchtung mit ein paar tausend Nutzern drin. Könnt ihr euch auch untereinander austauschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.